Welcome back, na? Was? Herzlich willkommen zu den Booty Bros vs. Battletoads. Alter! Ja, doch. Jetzt? Wir sind live, oder was? Wir sind jetzt live wieder. Oh shit, wir sind Mann. Live. Dankeschön das für all die Leute, so die gerade eben bei Camera Olympics live mit dabei waren. Jetzt, wenn ihr überhaupt keinen Plan habt, was, wieso sind wir wieder da und so einen Scheiß, guckt euch Camera Olympics Folge 1 an. Oh. Ja, guckt euch einfach Folge 1 an. Schön. Chat ist immer noch am Start. Ich würde sagen, Bro, wir versuchen es einfach. Wir haben beide nicht trainiert. Es ist wieder passiert. Wir haben versucht, Battletoads zu beweisen, dass wir es geschafft haben. Hör auf zu lachen dahin, du Arsch. Das letzte Mal haben wir dann irgendwann aufgehört, obwohl wir eigentlich schon weit gekommen waren, ne? Weißt du, Bro? Wir sind ja bis zu dem Rattenlevel sogar. Wir sind bis zum Rattenlevel. Bis zum Zahn da gegriffen und dann haben wir einfach wieder... Und es ist eigentlich jetzt das dritte Mal, dass wir das jetzt versuchen, ne? Ja, ist auch okay. Alle guten Versuche sind drei. Der ursprüngliche das Versuch, ist wie eine Staffel. So können wir es ehrlich sein. Eigentlich war der Plan, das einfach heimlich komplett wegzurocken und dann einfach wiederzukommen und das einfach eine halbe Stunde wegzurocken. aber bei Rocket Beans hätten wir einen 4-Stunden Livestream-Slot angesetzt und einfach 3,5 Stunden hätten wir einfach nur so da gesessen. Das war ein Plan. Ja. Einfach nur. Machen wir dann nächstes Mal, wenn in zwei wenn, Jahren wenn oder wir, so. Wenn wir Speedrun können, können wir das versuchen. Aber ja, jetzt werdet ihr, vielleicht kommen wir ja bis zu dem besten Level. Ey, Andi, Schablettenkäse schreibt, sie mag deine Hose. Oder er, ich weiß es nicht. Er mag Schablettenkäse. Sehr gut, er mag Schablettenkäse. Gut. Alles klar. Gut. Ich habe sogar vergessen, welchen Modus. Ist das der richtige Modus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt können wir uns hauen. Das tut auch ganz gut, ne? Jetzt so ein bisschen, bisschen zocken nach der Anspannung. Ja. Ah ja, warte, erstmal den Ding hier. Ah, ja, Vorsicht! Ja. Können wir uns hauen oder nicht? Warte mal kurz. Nee, okay, ja, ist okay. Falscher Modus. Ja, ist egal. Nee, nix da. Ja. Ich mach Reset, ne? Oder ja, ich mach Reset. Ja, es stimmt schon. Muss alles die Richtigkeit haben. Ja. Final Cloud schreibt drei alte neue Gesichter, ich weine gleich. Ja, Andi. Es ist eh immer bei uns, ne? Wir treffen uns immer im Park und machen Sachen und fotografieren. Anja hat eine neue Leidenschaft, glaube ich, entdeckt. Ja, Mann, ey, dieser Street-Adventskalender. Die ist die ganze Zeit am Fotografieren, voll süß, ey. Die ganze Zeit so, oh, ja, hier, hier. So. Okay. Warte, oder was? So. Geht's wieder? Ja. Okay, die Arm müssen wir auswählen. Ja, okay. Ja, okay. So. Oh, ey, was für ein Abend, ey, Bro. Ich kann nicht mehr. Ich will schlafen. Nicht. Ich will auch schlafen. Ich will schlafen, jetzt erstmal Battletoads. Bin gespannt, ob wir es noch drauf haben. ja, okay. Oh, ey, meine Herren. Drei alte Leute im Park, die Fotos machen. Warte, Bro, warte. Okay. So. Andi, machst du im Dezember noch einen Moin Moin, fragt Alex W. Wenn mich jemand fragt, ich hab Zeit. Geil. Ja, mach doch mal. Geil. So. Ich bin eine Minute hinterher, aber das ist die schönste Überleitung aller Zeiten. Ah, toll. Danke sehr. So, Bro. Ja, Mann. Ey. Es geht wieder los. Ich bin wieder drin. Es ist, als wären wir nie weg gewesen. Naja. Ey! Hau ab! Geht schon gut los, ey. Geht schon gut Willkommen. Los. Willkommen. Ja, mach ich. Oh. Entschuldigung. Okay, ist gut. Vorsichtig, ey, wer weiß, vielleicht ist es jetzt auch einfach, jetzt sind wir gut drauf, weißt du? Mhm. Wir haben was geschafft mit Camera Olympics. Oh, scheiße. Das ist jetzt einfach auch unsere Zeit, weißt du? Und man muss einfach nur frei und kindlich wieder in dieses Spiel rangehen. Nicht zu viel Kopf, nicht zu viel denken. Fuck, Bro, sieht nicht gut aus. Kacke, Mann, wir stellen uns wirklich nicht gut an. Au. Das ist doch alles scheiße. So, jetzt hier. So, weiter. Gar kein Problem. So, du machst. Yes. Ich lebe es. Jo. Okay, so weit, so gut. Keine Fehler, kein Leben verlieren. Ja, okay. Okay. Oh, das war knapp. Ich bin einfach schon direkt draufgegangen. Gut. 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 Dann komm mal. Wie fühlt es sich für dich an? Sehr gut. Ja? Ja. Ja. Sehr gut. Das ist wirklich, rein, das ist, ich mach. Das ist gerade ein bisschen... Ey! Sorry! Schmeiß mir zu. Ja, okay. Bist du bereit? Ja. Und 1, 2, 3, hopp. Oh nein, ich hab ihn aus Versehen hingelegt.
Ey! Hey. Geh weg! Ich mach das! Ich mach das! Ja, mach ich richtig jetzt! Ja, check! Weg, hey! Weg, hey! Geh weg! Oh je, ey. Bei dem Speedrun-Typen hat's funktioniert. Okay, es geht. Sehr gut. Super. Super Trick. Oh nein. Super Trick. Vorsicht. Geil. Ah, also an den Baum stellen, so dass das Feuer denkt. Ich mach. Oh. Ist mir geil. Oh, Entschuldigung. Mann, ey. Oh, weg, 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 weg. So. Das neue Battletoads haben wir auch noch, ne? Übrigens. Ja, aber ja. Aber. Ich hab schon mal ein bisschen angespielt. Oh ja? Ja, bei Jay habe ich das mal gespielt. Geil. Ich mach. Ich mag Battlemaniacs lieber. Das hier ist unser Spiel. Das ist unser Battletoads. So ein neues muss man auch mal. Eine Chance geben, weißt du? Ja, natürlich. Ja. Aber erstmal das hier machen, ne? Erstmal das hier durchspielen. Ups, ey, es tut mir leid. Ich. Keine Ahnung, wieso ich dich da treffe. Ja, nö. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Nein, Leben verloren. Hast du schon? Ja, ja. Ja, das wird ja nichts hier. Ja, das ist ja auch nicht so schlimm jetzt. Ne? So. Oh, come on. Was ihr nicht seht, wir haben so eine riesen Kamera vor uns. Ja, die stört ein bisschen das Blickfeld. Aber dafür sind wir mal wieder im Kaminzimmer. Das ist ja doch auch schön, oder? Schön, Kaminzimmer. Ort alter Erinnerung. Hey. Hier haben wir schon oft Nächte durchgefeiert und durchgearbeitet. Yes. Und hier haben wir auch das erste Mal Battletoads gespielt, weißt du noch? Ja, oh je, ey. Ja, ne? Ja, oh Scheiße. Ja, vor vielen Jahren. Wie lange ist denn das jetzt her? Ey? Ich weiß nicht, wir versuchen schon sehr lange zu beweisen, dass wir es. Ja! Halt, Entschuldigung! Danke. Ich habe nur noch zwei. Ich halte mich mal ein bisschen zurück, ja, okay? Mach du den bitte. Schmeiß ihn einfach ins Feuer. Schnell nehmen. So, tschüss. Schnell wegwerfen. Warte. Komm. Ja, Thomas? Ja. Muss er erstmal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Ja. Malle 666, das ist die S1H, die Kamera, die wir hier benutzt haben. Unter anderem, ne? Wir haben noch. Ja, jetzt gerade in diesem Moment. Oh, ja. Uiuiui. Wo geht denn das gleich nochmal runter? Ich hab's wieder vergessen. Die rechte Hälfte komplett. Die rechte? Ja. Scheiße! Vorsicht! Unten bleiben. Ja. Ich mach. Bereit? Hm. Ja. Hm. Langsam, 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 langsam. Und weg! Jo! Andi, was geht, ey? Da lacht er. Hier rum, achso. Hoppale. Ups, 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 ups. Ja. Oh nein. Nein! Hä? Haben wir komischerweise nicht so viel abgezogen. Ja, komisch. Schon wieder. Kuddel fragt, ob das live ist. Kuddel, es ist live. Wir sind sowas von live. Ach. So, erstmal raus hier, komm. Gehst du rüber? Ja. Ach komm, ist doch okay, jetzt echt. Bam, 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 bam. Jawoll. Ja, Lerik, okay. Es ist keine Aufzeichnung. Ein Leben verloren. Andi, wir brauchen eine weihnachtliche Rave-Messe. Lupus Sleeper Phobia. Oh ja, ja, die Rave-Messen von Andi sind fantastisch. Ich ja, liebe das. Ja? Ich mag das. Ein bisschen Gabba kannst du dann wieder auflegen, ja? Ich rede hier kurz einfach in dein Ohr. Ja. Warte mal, wo ist dein Mikro? Hier, ach, da, ein verstecktes. Haar. Okay, okay. Mhm. Dann, wir sind ja eh ein Haushalt. Aber wir sind gerade in einem Haushalt, ja? Ja, sind wir. Das ist ein Haus. Ja, ja, ja. Rave-Messe machst du. Bestimmt. Vielleicht, ja, aber dann vielleicht zwischen den Jahren irgendwie. Ja. Das zu machen. Sag mir auf jeden Fall Bescheid. Ich vermisse das. Oh, sorry. Das ist ein sehr spätig. Was machst du denn? Mann, ey, doch nicht immer die oberste! Ah, alles im Arsch. Shit, Mann. Ja, das war nix. Das war nix. Ich war noch bei der Rave-Messe gerade. Andi, willst du auch mal spielen? Bro, so, warte mal kurz. Stopp, 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 warte mal kurz. Ja. So, nein. Das Ding, mach mal Pause. Geht das? Ja.
Das ist die Wespe. Die muss genau hier sein. Da, wo die Faust ist. Wenn du die Wespe hier hast, dann triffst du sie nicht. Weißt du? Die muss genau an deiner Armlänge sein. Bedenke dies. Hä? So. Okay, da, wo deine Faust ist, da muss die Wespe sein. Ja. Okay. Aua. Ups. Ich mach jetzt erstmal nichts, ich halt mich zurück. Soll ich? Ja, mach. Okay, kannst du abhalten? Ja. Ups. Mach. Entschuldigung. Hast du? Ja. Hast du noch? Ja. Jawohl. Nein! Jawohl. Jawohl. Nice. Wir dürfen uns leider nicht so viel bewegen hier in diesen Gefährlichkeiten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu. Hast du? Na, nein! Nicht, guck! Zack! Guck! Beruhig dich! Ja, ruhig. Ganz ruhig. Ich hab mich verändert. Ja, das habe ich. Ich bin ruhiger geworden. Weiser. Nicht mehr so impulsiv. Da, wo die Wespe überlegter. Ist, da muss die Faust hin, Bro. Bedenke dies. Stärker auf. Oh je, ey. Aua. Ein guter Trick. Au. Ein fast guter Trick. Nee, irgendwie klappt manchmal nicht. Ein guter Trick. So. Oh, Alter, ey. Nee. Ey, das ist so das, das Ding, ist irgendwie, ne? Ein bisschen schwieriger, als ich es in Erinnerung habe jetzt im Moment. Aber weil wir auch das erste Mal wieder spielen. Ja, und weil wir einfach mega krass Carolympics vorher gemacht haben. Also wirklich, jetzt mal im Ernst. Ich habe gerade gedacht, ich hab überhaupt keinen Spaß gerade hier drin. Halt die ab! Ja. Bitte, danke. Okay, du bist. Hast du? Ja. Jupp. Gut. Ich? Ja. Ach, fuck. Und die? Kannst du dich auch ein bisschen unterhalb platzieren, falls du mir durchrutscht? Shit. Gut. Nice. Ja, moin, Bro. Hab ich noch? Entschuldigung. Sehr gut. Weggeschnappt. Ja. Ja, Mann! Was geht? Yeah! Kein Problem, Boots, ey. Back! Magneto Fausto! Oh. Ey, wie oft haben wir das schon durch? Also, aber es ist immer wieder schön. Ich habe so gerade ein bisschen das Gefühl von nach Hause kommen. Wir haben es lange liegen lassen mal wieder, ne? Ja, richtig. Es ist wie, Cuben, Bro, weißt du? Alter, Cuben. Wenn wir zu lange nicht cuben, dann schaffen wir nicht mehr unter 30 Sekunden. Ich habe mit meinem Neffen habe ich wieder gecubed, Bro. Oh, 24 Sekunden habe ich geschafft. Ja? Ja. Es geht echt. Oh. 24 Sekunden war gar nicht so schlecht. 24, 28 und 25. Das waren die drei Zeiten, die wir gemacht haben, oder die ich gemacht hatte. Weißt du, wir müssen uns einfach mal wieder neue Cubes bestellen. Das ist wie mit den Kameras. Wenn man neues Spielzeug hat, dann entflammt die Leidenschaft wieder. Okay. Und dann geht man, dann, weißt du? Normalerweise, ja, ich weiß, aber die alten Cubes sind schon ganz schön geil. No, ich weiß nicht. Das ist wie mit Battletoads. Cool, wie mit Battletoads. Du brauchst nicht ein neues Battletoads. Ei, doof. Die pusten alle jetzt nur noch, ne? Oder wie war das? Alle? Ja. Ja, ne? Okay, gut. Jetzt wird schnell, ne? Ja. Gar kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem. Entschuldigung, es war. Ich versuch doch, mich zu beherrschen. Die ist so süß, die war ich auch verliebt. Ja, ja. Ich finde die auch süß. Babadook fragt, was du so machst gerade, Andi. Ich hänge hier auf dem Sofa. Er hängt hier auf dem Sofa. Das ist schön. Einfach schön. Die Ruhe selbst. Ian ist die Ruhe selbst. So. Mega Arbeit. Sehr gut. Guck mal, das ist so. Ich
habe auch mal überlegt, ob wir vielleicht, wenn wir mit Anzug spielen, ob das irgendeine Auswirkung hätte. Hatte es. Meinst du echt? Ja, ja, das gibt es. Du bist unterschiedlich, je nachdem, was du trägst, weißt du? Wenn du mit einem Pyjama 10 Meter in der Wohnung läufst, dann läufst du anders, als wenn du einen Anzug trägst. Das ist wirklich die, weißt du? Ja. Das hat eine psychologische Wirkung. Deswegen brauchst du immer einen Sarong, ja? Ja, darin fühle ich mich gut. Ja, Anzug würde bei mir nicht funktionieren. Bei mir auch nicht. Aufgrund meiner Bankerzeiten. nie wieder. Ich finde einen Anzug geil, wenn... Aber so ein Anzug macht schon Eindruck. Ja. Weißt du, mein neuer Mitbewohner, der... Ich habe doch so Stress mit der über mir. Die ist immer so laut. Bekrimus, das ist die Mutter von Dingsbums. Und dann hat sie meinen Mitbewohner gesehen, der war im Anzug. Und sie, oh ja, sie sind hier eingezogen? Was, hier? Und der hat sie jetzt... Und dann wandert ihr Blick nach unten und sie sah einen riesengroßen Sarong. Ja. Ja, ich habe auch jetzt gar keinen Sarong leider an. Ja. Ich habe immer noch meine geplatzte Hose an mit dem Diesel. Es ist noch größer geworden. Allein in der letzten halben Stunde schon. Durch Nervositätsblähungen. Alter, wir waren richtig nervös gerade, ne? Ja, aber sowas richtig. Von. Es hing auch alles am. Es war Gott, ich weiß nicht, was ich. Oh Gott. Ey, das war wenn das nicht exportiert hätte, wir den ganzen Tag. Das ist so wichtig für uns, diese Sendung. Und dass das alles gut ging. Und dann. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm jetzt. Wirklich in der letzten Sekunde eigentlich, ne? Ja, ja, also, ja. Kalter Schweiß. Also wirklich, das war. Mein Herz war es eigentlich jetzt immer noch, ne? Ich bin immer noch so aufgeregt. Aber es ist jetzt gelaufen. Die Sendung lief. Ja. Abgestimmt. Du hast ein fucking gutes Video gemacht. Ja, Mann, danke schön, ey. Das ist wirklich toll. Ich bin Fan von deinem Video. Ja, Mann. Unglaublich gut geworden. Wow. Richtig schön. Ich oben? Ja. Das ist echt so lächerlich, oder? Und es hat auch Kamera. Es war. Du hast es nach dem Dreh gesagt, ne? Du meintest doch, du hattest selten oder nie einen so harten Dreh, aber auch gleichzeitig keinen, der so viel Spaß gemacht hat. Ne? Der hat echt einfach nur Spaß gemacht. Ja, also, ne? Das war so, auch wenn wir Mühe hatten und am Struggeln waren, aber es war, wir hatten solche schöne Momente eigentlich auch. Ne? Wir konnten uns mal wieder, weißt du, auch überhaupt so etwas dann zu schneiden und zu schneiden und sich dann anzugucken, oh ja, ist gut geworden, man freut sich und dass die Bilder einigermaßen aussehen und so. Das ist wirklich das, was wir schon immer geliebt haben, ne? Weswegen wir Videos machen. Mhm. Aber was ich auch sagen muss, also es war auch echt so, es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, Folge 1 hier bei Rocket Beans zu machen, ne? Und das Motiv Rocket Beans zu machen sozusagen. Ja Mann, wir hatten das hätte uns das Genick gebrochen, wenn wir woanders gedreht hätten. Ja, auf jeden Fall. Weil es hat alles viel länger gedauert, als wir geplant hätten und hier hatten wir wenigstens keinen Zeitdruck, wir mussten nicht irgendwann raus, genau, wir waren keine Leute, die irgendwie durchs Bild wollten. Es ging aber eigentlich eher nur um das Intro, ne? Weil wir ja sozusagen so ein episches Intro für die erste Folge machen wollten, darum ging es eigentlich. Ne? Das hat länger gedauert. Der Rest war ja dann mehr oder weniger Realtime, nur dass wir sogar früher abgebrochen haben, weil wir einfach nicht mehr konnten. Schon völlig am. Wir haben beide schon Sekundenschlaf, beide schon völlig am Lallen. Ach ja. Ja. Alter, ey, guck mal, wie viel Leben wir haben. Hä, ist das normal? Nee, es ist einfach, wie spielen wir. Wir sind gut heute, oder? Ja, ist gut. Ja, Mann. Erste Runde. Ja, erste Runde. Die Götter sind uns wohlgesonnen. Alter, wie. Auch mit Camera Olympics, weißt du, das hat alles noch im letzten Moment geklappt. Ja. Wie schlecht du dann einfach irgendwann nur noch die Kamera geholt hast und die ganze Zeit geschrien hast, ich muss irgendwas machen! Ich war so nervös, alle 10 Sekunden rübergelaufen und geguckt, wie lange noch? 55 Minuten, nein, es geht höher, scheiße! Und dann die letzten Minuten, weißt du, wie wir davor gesessen haben und gebetet, gebebt, das ist fertig explodiert. Ey, ich weiß immer noch nicht, was das für ein Fehler ist, also ja, Premiere. Hier Nasti hat ja geholfen. Ja, Gott sei Dank, Nasti. Gott sei Dank, Nasti. Ohne dich werden wir jetzt. Ja. Arbeitslos halt. Ja. Oh Gott, ey. Oh Gott. Nee, das war gut, ey. Aber ist lustig, ne? Merkst du gerade? Nasti rufe ich auch immer an, wenn ich Probleme habe beim Schnitt. Ja. Oder Olli. Olli auch. Ja, Olli. Aber Olli geht schon gar nicht mehr dran, weil ich ihn so. Oh, wow, wow. Glück gehabt, sehr gut. Danke. Sehr gut. Andi, du machst mich nervös, wenn du sowas schnaubst. Ich schnaub nicht mehr. Okay. Ich schnaub nicht mehr. Andi, du motivierst mich, wenn du schnaubst. Ich schnaub nur noch die Hälfte der Zeit. Deal. Sehr gut. Ah, ey, Wahnsinn. Oh, ist aber noch drin im Gedächtnis. Ja, doch, auf jeden Fall. Was denn, Andi?
Das war auch so geil, ne? Die Umstellung jetzt mit den Kameras so, jetzt das erste Mal wirklich Lumix arbeiten, Hammer. Ah, ey, das ist eigentlich schöner als alle Weihnachten zuvor. So. Ui! Oh, scheiße, ich darf nicht so viel reden. Ja. Einfach nur dieses Spielzeug zu haben. Spieze lese ich gerade. Ach ja, Spieze. Ich wusste das nicht mehr. Spieze, das habe ich gemacht, ne? Ja, mal gucken. Spieze. Ja, komm, hat's funktioniert. Ich habe gerade gelesen, Andi und Ian, lustige oder interessante Zusammenkunft an Charakteren. Finde ich auch. Laserfokus, schreibt Collier. Ja, das ist schlecht, ne? Vielleicht sollte ich nicht in den Chat gucken, parallel. Aber ich bin eins mit diesem Spiel gerade. Spielen auch auf Mandys geliehener Original SNES super. Mhm. Das ist real hier. Das ist echt. Andi. Nicht. Außen! Ja, gut. What the fuck? What the fuck? Volle Concentration. Kann ich die Kamera da umstellen? Die nervt, die bewegt, ich kann nicht sehen. Kann ich die ein bisschen zur Seite? Ja, geht das? Oder muss ich explodiert das, dann alles? Explodiert der Stream? Ich muss tatsächlich, die steht wirklich richtig nicht so schlau. Da muss ich es jetzt einfach live in OBS anpassen, aber ist nicht so schlecht. Ja, ja? Stell es einfach um, ja, ist gut. Okay. Stell es einfach um. Haben wir jetzt vielleicht Sichtfeld? Ja. Warte mal, ich mach mal kurz, ich bin dein Double. Sehr gut, cool. Ein kleines Stück noch. Oder stopp. So? Ja. Okay, warte. So. Okay, besser. Okay. Sehr gut. Seid ihr scharf? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich bin scharf, du nicht? Ich bin scharf. Sehr ich habe einfach keine Brille auf. ups, was denn hier passiert? Gefahr. Okay, so bleibt's, Bro. Sehr gut. Würde ich sagen. Okay, ja doch, es ist gar nicht so schlecht. Ist okay? Ja, gut. Ist gut. Okay. Ist gut. Danke, Andi. Mit Andi habe ich ja auch zu zweit auch gearbeitet. Ja, Mann, ey, ihr habt richtig gut. Ja, wir haben auch unsere Woche gehabt, in der wir Schissel gemacht haben. Richtig gute Videos. Und das war sehr schön, Andi, ne? Das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ja, ne? Ich würde euer nächstes Motiv sein. Oh, okay. Andi sagt, ihr würdet euer nächstes Motiv sein. Nicht so schlecht, Bro. Andi, können wir ein bisschen für Camera Olympics in Szene setzen. Auf jeden Fall. So, achso, kannst du ein bisschen nach links rücken, bitte? So? Nee, andere, dann bist du doch. Das war Andi, also, so ist gut, ja. Dann sieht man Andi nicht mehr. Ich kann ja. Du wächst so aus meiner Schulter raus, okay? Okay, ja. Ich nehme jetzt aber auch mal Sound, ne? Ich brauch Battletoads Musik. Ja, dann mach doch. Alright. Okay, bist du bereit? Ja, Mann. Okay. Du löst aus, ne? Ja. Ich höre hier gar keinen Sound. Nee, das war im Fernseher. Laut machen. Können wir gleich den Fernseher ein bisschen lauter stellen. So. Das Gehirn lernen. Und weg, Bro. Ja. Ganz rechts rüber, ne? Du musst ganz rechts rüber. Mhm. Ja. Lieber nur einmal, wenn du unten in den Bubbles bist. Oh ja? Ja, weil unsere alte Technik, die Controller sind nicht mehr so ganz. Nochmal gleich. Nochmal. Hallo.
Kannst du wirklich? Gut. Oktopus mit Echsen schreibt, an der Stelle kann man einfach unten links bleiben. Ich glaube dir nicht, Oktopus mit Echsen. Das ist eine Falle. Ich glaube, ja. Eine Finte. Ja. Trügerisch tippte er seine Buchstaben in den Chat hinein. Hm. Der Oktopus mit 8 Echsen. Hör auf zu denen jetzt. Okay, ist ja gut. Auch schaffen, ne? Also. Ja, ey. Ja, ich will es mit dem schaffen. Wobei, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin voll auf Autopilot gerade. Ach ja. Du musst auch mal. Geh mal in Autopilot jetzt, Bro. Nein! Hä, ich bin gesprungen? Ja, gut. Krass. Autopilot. Krass. Ja. Vielleicht, weißt du, bei mir ist Dummheit Autopilot, vielleicht ist es bei dir Wut. Na ja! Okay, Konzentration. Okay. Bei mir kommt original Gregors Schweiß aus dem Pad. Aber nicht Gregor von jetzt, sondern Gregor von vor 20 Jahren. Von dem Schweiß. So fühlt sich das gerade an in meiner Hand. Ja, ich muss so lachen, Mann. Ja, Gregor hat uns ein Pad geliebt. Scheiße. Das ist Gregors Schuld. Hör auf. Scheiße. Oh Mann, ey. Ja, was nicht schon wieder. Ich zück doch. Hä, hey, was mit Krogmann? Ist Krogi im Chat oder was? Hallo Krogi. Hey Krogi. Hey, bist du Krogmeister, ey. Krogmeister. Yeah, yeah. Der Nebel war deine Inspiration von Krogi, oder? Ohne Scheiß. Ja, ne? Das hab ich ihm schon erzählt. Ja, ne? Hab ich schon erzählt, weil ich weiß noch, wie er nämlich gesagt hat, dass es eine geile Nebelmaschine gibt hier. Die habe ich ja gesucht, weißt du? Aber ich wusste nicht, welche das war. Das muss die gewesen sein. Die war schon sehr geil. Ich konnte mich nur an den Moment erinnern. Nicht Andi! Nicht Andi! Ich bin wirklich nur zur Beruhigung. Nein! Ich hab... Oh nein! Ich bin schon zweimal draufgegangen. So. Wieder von vorne, ne? Das ist wieder ganz am Anfang, ne? Scheiße. Ach ja. Wenn irgendwann drauf gehen, dann will ich, dass das bei der Beerdigung gespielt. Nein. Nein, auf keinen Fall, ey. Nee, will ich auch nicht. Zieh das zurück. Und dann kommen wir wieder aus dem Grab und spielen Battletoads durch. Oh Gott.
weil es lässt uns nicht, weißt du, es wird uns nicht erlaubt, diese Welt zu verlassen. Wir landen im Limbo, wenn wir es nicht... Ja, fuck! Oh, Alter, ey. Entschuldigung, also ich bin aufgeladen. Ich bin normalerweise nicht so. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Freunde kennen mich als sehr ausgeglichenen Menschen, ja, der auch nie seine Stimme hebt. Das ist immer der Dialog in sich drin. Zwischen der Kröte und dem Brain, der schief geht. Oh Mann, Bro, ey, Hammer. Wie ein, dieses Gehirn, wie mein ohnehin schon kaputtes Gehirn, jetzt durch diese Gehirnlevel völlig zerstört wird. Ja. Okay, das ist das letzte Leben, das ist wirklich mein letztes Leben. Ja, nicht so schlimm. Wollen wir einfach für Folge 2 Cameron Lumix nochmal Battle Toads nehmen als Thema? Nein. Kann ich nicht irgendwas kaputt machen? Hä? Ich brauche was zum kaputt machen. Ich weiß nicht. Nee. Nee, das ist auch nicht die, das ist keine Lösung. Okay. Das ist keine Lösung. So, okay, Bro, versuch weiterzukommen. Versuch weiterzukommen. Genau. Ja. Eine Viertelstunde, vielleicht haben wir noch die Chance, das Schlangenlevel nochmal zu sehen. Ja, ja, ja. Weil ich, ey, wie lange ist denn das her? Ist das jetzt über ein Jahr, ne? Über ein Jahr. Dass wir das letzte Battletoads versucht haben. Ja. Oh, das ist wirklich. Nee, 2 Jahre her sogar. Nein. Noch länger? Ich glaube, letztes Jahr. Letztes Jahr vor. War schon ein Jahr nicht sehr, mehr. Sehr lange auf jeden Fall. Ja, ne? Sehr, sehr lange her. Und da war es so, dass du auf jeden Fall besser drauf warst. Und dann habe ich ja gesagt, dass ich keine Power mehr habe. So. Ich komme eigentlich mit einem Level gut klar, aber mit dem nicht. Das ist mein Kryptonit. Die anderen gehen einigermaßen, aber das... Wo guckst du denn immer hin? Links oder rechts? Ich guck links. Ja, guck doch mal nach rechts. Ich guck nur nach rechts. Nein. Ja gut. Dann nicht. Warum sollte man denn hier nach links gucken? Ich guck auf den Schatten. Ich muss immer gucken, ob ich auf welcher Ebene mein Schatten ist, damit ich nicht die Sprungschanze verfehle oder irgendwas. Wenn ich nach rechts gucke, dann weiß ich nicht, ob ich in der Mitte bin oder oben oder unten. Also der Trick ist irgendwie, ist das nicht sobald, bei euch sobald so? Rechts was auftaucht, weiß ich einfach nur, dass ich halt hoch oder runter muss. Und es gibt eigentlich so, man muss es gar nicht so genau betrachten. Ne? Ich weiß einfach nur, oh, da kommt was, da muss ich springen. Oder es kommt oben, muss ich nicht springen. Mhm. Und wenn oben unten ist, dann gehe ich eh einfach nur hoch oder runter, bis es nicht mehr geht. Ich gucke irgendwann durch das Bild, durch, ja. Wie bei diesen 3D-Bildern. Kennt ihr die noch? Ja, das versuche ich immer. Es klappt am besten, wenn ich... nicht auf dem Fernseher gucke, sondern dahinter irgendwo. Ja, das ist dieser Flow. Der wenn da ein Flow drin ist. Ja. Ich gucke nach rechts und weiß einfach intuitiv, wann ich drücken muss. So. Die da? Ach komm, oh. Die man nicht nehmen darf, weißt du? Ja. Immer aus Reflexbox. Ja. Wie weit bist du denn gekommen, Andi? Andi jetzt. Level. Ah, auf der Level. Andi ist auch noch bis zu diesem Level gekommen. So, ey. Ich will wenigstens das Schlangenlevel sehen. Das ja, ne? Das möchte ich noch. Oh, hier, du schaffst das, Bro. Da muss ich gleich noch die ganze Technik hier abbauen. Nein! Ja, machen wir schon. Ich habe ja meinen kompletten Keller geräumt. Ja, du hast alles hier, ne? Ja. Ja. Aber ist doch schön. Ja. So konnten wir ja Cameron Olympics machen und Battletoads. Das ist toll. Hm. So, hoch, runter, hoch. Zack, 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 zack. Ist es ein Delay oder ist es kein Delay da? Ganz schwacher Delay. Würde ja, ich sagen. Ne? Ja. Sagen wir, es ist ein ganz schwaches. Mhm. Zack. Sehr gut. Zack. Zack. So. So. Jetzt. Ja, komm. Ja,
Ja! Yeah. Bitte was, Julius? Soll dein Mic noch ein bisschen lauter machen? Ich soll mein Mic lauter machen? Hier, geht weiter. Bitte was? Lauter mach dein Mic. Da, da! Wie? Da, mach, da, ich mach, will, ich will, mach, wieder, was, mach doch! Nein, nein! Und es hat, man hat nicht mal was gesehen. Aber das ist doch okay, man kann doch hier irgendwo draufspringen, oder nicht? Nein, da, da ist sie okay. Schon wieder, die nächste. Alles gut. Ich weiß nicht, ob ich meinen Mic lauter machen muss. Ja, sollst du. Okay. Ist es gut jetzt so? Check, check, one, two. Check, check, guten Tag. Ich sage etwas. Hat er gerade Arsch gesagt? Ja, ich glaube schon. Selber. Passt alles. Da kannst du draufbleiben, ja. Ne? Ja. Aber ist schon gut, Schlangenlevel. Schlangenlevel. Kann nicht so schlecht werden. Erstes Mal Battletoads nach zwei Jahren. Ist okay, ist okay. Ja, da ist er. Oh. Schwupp. So, und jetzt, wer stirbt, gibt ab, ne? Okay, machen wir so. Haben wir das früher nicht auch so gemacht? Nein. Nee? Ja, zum Training, aber wir haben es doch, zum Training schon, ne? Also wenn nur einer irgendwie... Uiuiui. Sieht gut aus. Hoch. Drüber. So, was Krogi schreibt? Was jetzt nochmal im Kaminzimmer geht? Ich habe heute schon Ärger gekriegt. Na, Andi schreibt er hier. Oder, schreibt er, ja, es ist alles, es ist angemeldet, dass wir hier Kram machen. Oh Mann. Kaminzimmer beste, sag ich auch immer. Ja, ne, ist ja, voll schön hier. Kaminzimmer ist der Shit. Hier waren wir echt. Hier habe ich letztens lieb gemacht. Oh, hast du hier auch geschlafen? Ja. Das ist lustig. Wirklich keine Ecke. Also, die eine Couch, auf der wir immer gepennt haben, die ist nicht mehr da. Das war so eine schwarze, weißt du noch? So, ja, so eine, die ist aber auch echt ekelhaft. Ist die weg gewesen? Gibt es die nicht mehr? Also unter allen Sofas war dieses Sofa wie das Gamepad, was du gerade in der Hand hast. Das war noch ekliger. Ach so, ja. Oder das Game One Sofa, weißt du noch, wie versifft das war, Alter? Ja, da ist aber auch sehr viel Angstpipi reingeflossen. Von euch beiden? Ja, von allen anderen. Muss ich springen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Okay. Nein! Oh. Ja. Nice. Wo? Ach ja. Spalte. Nice, Bro! Ui. Was? Wie? Wusstest du, dass man stoppt, wenn man kickt? Nee, aber es war cool. Mega cool! Danke. Ey, Krogi, schönen Abend wünsche ich dir, Mann. Wo geht er hin? Nee, dann nur einfach, freu mich, dass er da drin ist. Ich freue mich auch. Ich habe ihn schon. Ich habe viele Leute schon lange nicht mehr gesehen. Ey. Ja. Okay. Ah! Guck, kaum ist das so, kaum denkst du an was Positives, stirbst du. Hier. Was, nein. Warum denn? Hier, abwechselt. Ah! Hier. Ich bin wieder. Ich hab vergessen, wo man springt. Ich auch. Ach da. Oh. Ah. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nee. Ja. Oh, so. Okay, Konzentration. Komm. Noch ins nächste Level. Ich bitte. Ach, Baldur's Gate kommt ja auch noch gleich, klar, ey. Ah, yo, ey. Mm. Das ist auch gut, ey. Song. Was geht? Achso.
Ding, ding, ding. Ach, Mann. Ich bitte wieder mehr Content aus dem wunderbaren Zimmer, schreibt Herr Dünsch. Ja. Ja, wir können doch hier Battletoads spielen dann. Das nächste Mal auch, oder? Wie wieder? Das ist Bullshit, das ist nur for the show. Nächste Jahr, wir fangen Battletoads jetzt wieder richtig an. Ich wollte nur das Intro bauen. Nein, wir machen jetzt, das ist jetzt der dritte Versuch. Wir machen jetzt wieder Battletoads. Hörst du? Nee, doch. Aber dann in meinem Rhythmus. Einmal pro zwei Jahre. Ah, es macht schon wieder, es macht tatsächlich wieder ja, ne? Spaß. Es ist voll cool, das Spiel. Ich mag es immer noch. Ah, es ist super. Das ist selten, dass du ein Spiel so oft so lange spielen kannst und immer wieder Spaß noch dabei hast. Sag mal, wie gut das designt ist, ne? Ja, wobei ich habe jetzt auch Demon's Souls zu Hause. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Mm. Das will ich unbedingt spielen, ey. Ja. Sehr gut, Bro. Mm. Ey, klar ist vielleicht, ja, genau. Ja, mal gucken. So, ab 10 Uhr gibt es nochmal eine neue Folge Baldur's Gate. Die haben wir gestern aufgezeichnet. Das ist im ganz simplen Grund, weil heute einfach zu viel Action war mit Camera Olympics und der Tag war einfach sehr lang. Deswegen wurde es gestern voraufgezeichnet. Aber so viel kann ich sagen, Herr Thielemann und Gorgonzola und Rotbart und Skorga, die haben ordentlich gekämpft, ne? Das kann ich schon mal sagen. Ich will mal wegspoilern. Das macht übrigens auch sehr viel Spaß, Bro. Baldur's Gate? Ja. Mhm. Es gibt eh so viele Sachen. So, Tsushima wollte ich ja auch unbedingt mit dir spielen. Du bist ja, es gibt nur 3 oder 4 Spiele in meinem Leben. Battletoads, Flipper, ja. EDF. Und Borderlands. Ja, würde ich auch sagen. Borderlands 3 habe ich geliebt jetzt bis zum Abwieger! Gut. Gut. Ja. Wo kommt der raus? Hier? Ja. Nochmal springen, ja. Hopp! Ja. Nice. Gut. Oh, laut. Mach. Weiter? Ja, ja. Geht nicht. Geht nicht. Was mach ich jetzt? Ja, warten. Kommt dann eine neue? Nee, wie ging das nochmal? Scheiße. Ach, das ist jetzt schlecht. Ach, das ist erbärmlich. Das war ja richtig scheiße, ey. Ja, ach komm. Ach komm. Ach komm. Es soll doch einfach alles sein. Ah. Sollen wir noch weiterspielen oder sollen wir aufhören? Mixer, wir haben doch noch. Ist es schon vorbei oder was? Fast, ja. Nee, komm weiter. Können wir noch ein bisschen weiterspielen, Regie? Nee, ich will nicht mehr. Doch, ich will noch. Lass doch ins nächste Level kommen jetzt. Nee. Wir spielen die. Nein! Die leben. Ich weiß auch gar nicht. Also. Dann lass mich noch mal gleich. Ja. Nee, wir müssen ein Ende finden. Ja. Schnaufen. Oh. Oh EDF, nice. Kommt da nicht auch ein neues bald? Oh ja, stimmt. EDF, oh. Ja, stimmt. Hab ich Lust drauf. Da kommt auch ein neues bald raus. Aber ich hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Und das letzte hast du ja auch gespielt und da warst du aber so ein bisschen enttäuscht, ne? Erst, aber dann fand ich es doch ganz nett. Es ist nicht das Original EDF, es ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen anders an, aber hat auch Bock gemacht. Das Waffensystem ist anders, ne? Ja, und ja, alles sieht ein bisschen schicker aus und es ist schön animiert und so, ne? Boah. Kannst die Waffen kaufen, das ist mehr so ein Grind-Effekt, weißt du, musst nicht mehr so randommäßig hoffen, dass irgendwie was fällt. Aber das fand ich auch ganz angenehm mal, weil sonst habe ich immer nur ja, sonst unzählige Male wiederholt und ja. Okay, sieht gut aus, Bro. Mhm. Sieht sehr gut aus. Laufen, ne, oder? Ja. Weiter.
Ui, ja, knapp. Nochmal, darf ich? Mach. Okay. Das ist voll verschwitzt, das Pad, Mann. Ja. Meine Augen sind so trocken. Ja? Ja. Ich kann die Augen nicht aufhalten. Soll ich während des Spiels die Augentropfen reinmachen? Wie Clockwork Orange so, ne? Ja, ja. Nicht so weit weg von Clockwork Orange, Alter. Das ist wirklich, wirklich nicht so weit weg alles. Ey! Das waren aber Millimeter jetzt, ne? Zu früh aufgestanden. Willst du? Nein, mach. Ah, scheiße. Scheiße. Ja, komm, ist doch gut. Ist doch gut. Das, das war ein erster Versuch. Ist doch alles gut. Ja. Alles in Ordnung. Ja, also es ist alles gut. Alles gut. Ist alles gut. Ja. Wir merken uns, dieses Spiel überhaupt keinen Sinn. So. Boah, ich kann irgendwie gar nicht mehr. Mein Gehirn ist matsch. Ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich auch nicht. Ich kann nur sagen, es war schön. Alles war schön. Heute war ein abgefahrener Tag. Die letzten Tage waren abgefahren. Ey. Nächstes Mal, Andi. Oh. Andi ist weg. Nächstes Mal machen wir das nochmal mit einem dritten Mikro. Ja. Das machen wir auch. Das war die kleine Überraschung. Ja. Wir hoffen, ihr habt euch gefreut. Buddy Bros are back. Mm. Und Andi auch. Mm. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also danke, Chat, dass ihr am Start wart, oder? Machen wir Feierabend jetzt. Feierabend. Ich glaube, wir können Schluss machen. Ja, Paul, Julius, danke Regie. Und Chat, hier, guck mal, so seht ihr aus hier. Seht ihr das noch? Warte mal. Ja. Ja, so, warte. So. Nee, ach, ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg gar nichts mehr hin. Ja. Ist nicht so schlimm. Dicke Herzen an euch, das war's. Tschüss!